Ja, herzlich willkommen zu unserer Session, zu unserem Vortrag Remote-Labore in der Corona-Krise. Wir sind Andrea Schwandt und Marco Winsker. Und zum Technischen, also Sie können zum einen die Folien unten ein bisschen größer ziehen. Schrift ist, glaube ich, ganz groß, aber damit Sie noch ein bisschen besser lesen können, je nachdem, wie groß Ihr Bildschirm oder Device ist. Und wir haben uns ein bisschen abgesprochen. Ich werde ein bisschen hier die Erklärung machen und dann die Andrea Schwandt beobachtet so ein bisschen dann den Chat und die Question and Answers. Einige Sachen, die jetzt direkt beantwortet sind, wird sie gleich direkt beantworten, aber ich werde auch mal zwischendurch fragen, ob es da Sachen sind, die wir generell klären sollen. Und selbstverständlich können wir hinterher uns auch noch dann Sachen näher angucken. Also man hat auch die Möglichkeit, noch nach dem Vortrag mit uns zu sprechen. Das heißt, da können wir uns gerne auch noch Sachen, vielleicht ein bisschen spezifischer sind, gerne anschauen. Ja, aber herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben das Untertitel gewählt zur richtigen Zeit am richtigen Platz, weil im Prinzip wir hatten uns mit Remote-Laboren beschäftigt, wir haben die eingesetzt, hatten die als Zusatzangebot und sind dann im Prinzip bei Corona eigentlich nochmal gesagt, Mensch, das passt, wir sind jetzt vorbereitet, wir können eigentlich jetzt von diesem Zusatzangebot direkt switchen auf so einen Normalfall. Und ich möchte jetzt kurz erklären, was ist überhaupt ein Remote-Labor? Wie sieht unser Remote-Labor aus? Wie haben wir es vor Corona und während Corona genutzt? Und zum Schluss noch so einen kleinen Ausblick geben. Ja, was muss man eigentlich jetzt passieren? Wie kann es weitergehen? Zunächst mal ganz kurz nochmal so ein bisschen als Hintergrund. Was ist eigentlich ein Remote-Labor? Remote-Labor ist ein über das Internet bedienbarer Laboraufbau. Das heißt, wir haben ein Laborsetting, wir haben einen echten Versuch, wir haben echte Hardware und können darauf über das Internet zugreifen. Und das nutzt man im Prinzip in diesen ganzen MINT-Fächern, wobei das M fällt eigentlich gleich wieder weg, also Mathematik eher nicht, aber Informatik, Naturwissenschaft, Technik, das sind Lehrveranstaltungen, wo man üblicherweise Praktika hat, um Wissen zu vertiefen, um Studierende zu aktivieren. Und das sind dann auch üblicherweise so diese höheren Ebenen der Blum'schen Taxonomie, also Studierende selber was machen lassen. Deswegen sind diese Laborpraktika in diesen INT, also MINT-M-Fächern, sehr sinnvoll. Das sieht bei uns konkret so aus. Wir haben an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin ein Remote Lab installiert. Und zwar geht es dabei um das Thema Digitaltechnik mit sogenannten FPGAs. Das sind programmierbare Digitalschaltungen. Und Sie können das auf dem Bild sehen. Ich habe keinen Pointer, aber ich versuche jetzt nicht zu zeigen. Ich leite das ein bisschen durch. Das heißt, Sie haben folgenden Aufbau. Sie haben Studentin, Student, die irgendwo vorm eigenen Rechner sitzen. Da ist auch das Entwicklungssystem installiert. Das lässt sich frei nutzen, frei herunterladen. Und dann würde man in einem Präsenzpraktikum eine Platine programmieren, die neben dem Rechner per USB-Verbindung liegt. Und das ersetzen wir über das Remote-Labor. Das heißt, die Daten, die aus dem Programm herauskommen, werden als Binärdatei auf einen Server hochgeladen, der bei uns in St. Augustin steht. Da ist eine echte Platine eingebaut. Wir haben Messgeräte, mit denen dann der Versuch ausgewertet wird. Und über den Server gibt es eine Rückmeldung an die Studierenden. Das dauert je nach Verbindung so 20, 30 Sekunden. Und dann sieht man auf dem Bildschirm, was passiert. Und ich zeige Ihnen gleich mal einen Screenshot hier. So sieht das Ganze aus. Das heißt, die Bedienung erfolgt über einen Webbrowser. Sie haben da oben einen Knopf, da wird diese Binärdatei hochgeladen, das Ergebnis, was aus der Entwicklungsplattform rauskommt. Dann gibt es diesen großen blauen Knopf zum Starten. Und darunter sieht man das Experiment. Wir machen Bildverarbeitung, das heißt, es gibt ein Eingangsbild. Das kann man links auf der Seite sehen. Das ist so eine Fahrbahn jetzt in diesem Beispiel. Wir haben verschiedene Bilder, Sie können aber auch eigene Bilder hochladen. Dann haben wir da die Platine abgebildet und rechts sieht man das Ausgangsergebnis. Das ist jetzt hier so eine Kantenerkennung. Also Anwendung könnte sein, Erkennung von Fahrbahnrändern für Automobilanwendungen, selbstfahrende Autos oder Fahrerassistenzsysteme. Und darüber in Rot sieht man noch die Verlustleistung, den Stromverbrauch. Also man kann auch sehen, wie viel Strom braucht meine Schaltung. Und das ist so die Rückmeldung, die das System gibt. Also sowohl den Stromverbrauch als auch dieses Ausgangsbild. Alles bedienbar über diesen Webbrowser. Ja, wie haben wir es konzipiert? Was war jetzt unsere Idee dabei? Wie ist es vor der Corona-Pandemie genutzt worden?
Wir haben das eingesetzt in der Lehrveranstaltung Digitaltechnik 2 im vierten Semester Elektrotechnik. Das ist ein Fach aus der Vertiefungsrichtung und wir haben normalerweise so 25 Studierende. Ich werde gleich Zahlen nennen, auch aus der Nutzung vor Corona. Wir hatten letztes Jahr durch eine Umstellung vom Curriculum auch das sechste Semester dabei. Deswegen sind die Zahlen da ein bisschen höher. Das sind da vier Termine zu jeweils 90 Minuten, wo die Studierenden normalerweise in die Präsenz kommen. Und da geht es darum, digitale Schaltungen zu entwerfen und die auszuprobieren und dann auch die Verlustleistung zu betrachten. Das ist so der Inhalt von diesem Praktikum. Ja, und das Remote-Labor war gedacht als Zusatzangebot. Das heißt, der Normalfall ist, die Studierenden kommen zu uns in die Hochschule, führen die Versuche durch und können dann aber auch alternativ als Zusatzangebot das Remote-Labor verwenden, um selbst organisiert, freiwillig nochmal Versuche durchzuführen. Betreuung erfolgt normalerweise im Präsenzpraktikum. Und die Studierenden haben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte lieber im Remote-Labor arbeiten und damit auch dann diese Pflichttermine in der Präsenz ersetzen. Das ist eigentlich für eine zeitliche Flexibilität gut, wenn man berufstätig ist, wenn man Kinder betreut, wenn man Angehörige pflegt. Dann kann man im Prinzip sagen, ich komme nicht zu den festen Zeiten in die Hochschule, sondern ich möchte gerne das lieber in meiner eigenen Zeiteinteilung machen. Das war die Idee dahinter. Das haben wir so angeboten. Und es ist auch ein weiteres Angebot, dass wir sagen, Mensch, wir haben eigentlich nur vier Termine, aber vielleicht gibt es einige Studierende, die sagen, jawohl, das ist genau mein Fach. Ich möchte da mehr machen. Das heißt, man kann da auch weitere Versuche machen, wenn es einem die Zeit im Praktikum nicht ausreicht. Das war der Gedanke dahinter. Und im letzten Jahr vor Corona, Sommersemester 2019, hatten wir bei uns 61 Studierende. Davon haben sich 16 im Remote-Labor angemeldet. Und das war wirklich eine Nutzung von einfach mal ausprobieren bis hin zu Power-Usern. Wir rechnen pro Account so ein bis zwei Nutzerinnen, weil die Studierenden in Zweiergruppen arbeiten dürfen. Das heißt, so etwa 40% der Studierenden haben dieses Zusatzangebot genutzt. Wie gesagt, von ausprobieren, einmal einloggen, bis hin wirklich zu Power-Usern, etliche Versuche da durchzunehmen. Aber das ist so ungefähr die Nutzung. Wir haben dann evaluiert, wir haben eine Befragung gemacht und gesagt, was gefällt Ihnen? Wir hatten da 16 Rückmeldungen und interessant waren auch für uns die Freitexte. Und da ist bestätigt worden, was wir eigentlich so geplant haben. Das heißt, positiv bewertet wurde diese freie Zeiteinteilung, aber auch mehr Zeit, mehr Übungsmöglichkeiten und das fand ich sehr interessant, eine Aussage, mehr Flexibilität, falls die Praktikumstermine nicht erfolgreich waren. Das heißt, das sind so Studierende, die haben irgendwie, ja, haben sich nicht vorbereitet oder man hat Pech gehabt in der Vorbereitung. Irgendwie lief das nicht und dann haben die gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal. Wir gucken jetzt nochmal nachmittags, setzen uns nochmal hin und führen das nochmal durch. Also das sind wirklich diese verschiedenen Szenarien, die wir uns so vorgestellt hatten, sind auch tatsächlich aufgetreten. Und wir haben dann mal gefragt, wie ist denn das? Könnten Sie sich vorstellen, dass man einige Versuche auch ersetzt, die jetzt in Präsenz stattfinden? Es lädt das bei mir gerade nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen. Genau, Sie sehen es, genau. Also bei mir hakt es gerade. Auf jeden Fall von den 15 Studierenden, die dann beantwortet haben, haben 60% gesagt, ja, wir könnten uns auch vorstellen, dass einige Versuche komplett ersetzt werden durch ein Remote-Labor. Ob man das jetzt so macht, ist die Frage, aber zumindest zeigt das eine Akzeptanz, dass sich Studierende vorstellen können und sagen, jawohl, das funktioniert eigentlich auch in ähnlicher Art und Weise wie im Präsenzlabor. Okay, dann kam Corona. Und auf einmal war das, was ein Zusatzangebot war, der Normalfall. Wir hatten dann im Semester eine hundertprozentige Nutzung des Remote-Labors. Wir haben auch ein Präsenzpraktikum angeboten, aber ja, zugegebenermaßen sehr zurückhaltend. So nach dem Motto, wenn Sie unbedingt wollen, wenn es gar nicht geht, vielleicht in den Semesterferien könnte man eventuell das machen. Und das hat dann von den Studierenden allerdings auch niemand genutzt. Wir haben eine Betreuung per Videokonferenz gemacht, in Zoom haben da Breakout-Sessions gemacht, die Studierenden haben den Bildschirm freigegeben und da war wirklich eine sehr gute Betreuung möglich. Die Frau Schwand und ich haben uns ein bisschen abgewechselt, der eine ging in die Gruppe, die Studierenden konnten Hilfe rufen und man konnte wirklich dann auch gucken auf den Bildschirm und sehen, ja, da vorne, da fehlt ein Semikolon oder wenn sie da noch ein If-Statement einbauen,
dann kann man das und das machen. Wir haben da per Mikrofon diskutiert. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Da war auch eine gute Betreuung möglich. Und dann, jetzt hängt da leider wieder hier. Also War so, dass wir dann 21 Studierende hatten und das entspricht auch ungefähr dem, was wir so erwarten. Das heißt, wir haben im Prinzip keine große Änderung in der Anzahl der Nutzung gehabt. Wie viele Studierende das sind, wechselt von Jahr zu Jahr, aber diese 21 Studierenden entspricht im Prinzip unseren Erwartungen. Ja, dann die Frage, was kann man jetzt noch für weitere Informationen rausziehen? Wir haben dann Learning Analytics gemacht. Auch hier wieder jetzt bei mir hakt es gerade etwas. Genau, Learning Analytics. Wir haben durch die Nutzer natürlich Nutzungsdaten erhalten und haben die analysiert. Das heißt, Learning Analytics durchgeführt, um zu verstehen, wie Studierende lernen, aber auch um unser Angebot zu optimieren. Und da kann man verschiedene Nutzungsdaten verwenden. Man kann einmal schauen, wie ist denn die Logins in unserer Anwendung, wie ist die Versuchsdurchführung und auch was für Versuche wurden durchgeführt. Und diese Logins und diese Art des durchgeführten Versuches, die möchte ich mal hier kurz etwas näher beleuchten. Da haben wir Folgendes gemacht. Ich hoffe, Sie können es von der Größe her gut sehen. Wir haben uns angeschaut, wie sind denn die Login-Zeiten? Und wir sind hier erst nochmal bei 2019, also bei der Nutzung als Ergänzung, als Zusatzangebot. Wir haben die Zahlen über das ganze Sommersemester akkumuliert und ich habe das hier mal sortiert nach Tagen und nach Uhrzeiten, also stundenweise akkumuliert. Und das waren insgesamt 263 Logins von diesen 16 Accounts. Die Praktikumszeiten, da wo die Studierenden im Präsenzpraktikum waren, das sind diese roten Rahmen, also Mittwochnachmittag und Freitagvormittag. Und Sie sehen an den grünen Flächen, dass die Nutzung unabhängig von diesen Praktikumsbetreuungszeiten waren. Das heißt, die Studierenden haben zu anderen Zeiten als den Praktikumszeiten das genutzt. Und man sieht irgendwie so, Dienstagnachmittag war irgendwie ein guter Zeitraum. Wir haben jetzt nicht groß nachgeforscht, weil wir auch nicht zu sehr jetzt in die einzelnen Benutzer schauen wollten, was da jetzt war, ob da jetzt irgendwie gerade das an persönlichen Gründen lag oder ob da jetzt andere Veranstaltungen fehlten, ob da jetzt irgendwie Freiraum war. Abends war nochmal große Nutzung und zwar durchaus auch bis 2 Uhr nachts. Hat uns auch überrascht, dass doch so spät damit gearbeitet wurde. Und ebenfalls interessant, am Wochenende wird kaum genutzt. Das heißt, da ist Sonntagabend nochmal so ein kleiner Fleck. Aber im Prinzip Samstag und Sonntag haben die Studierenden jetzt nicht damit gearbeitet. Das waren so die Sachen, die uns da aufgefallen sind. Wie gesagt, sind 16 Accounts, von daher ist das schon eine begrenzte Anzahl an Personen, die wir betrachten, aber gibt im Prinzip auch mal so einen Eindruck, über den man dann nachdenken kann. Jetzt haben wir die Nutzung aus 2020, also aus diesem Sommersemester. Da war die Praktikumszeit am Freitag von 10:30 bis 12 auch wieder mit einem roten Rahmen gekennzeichnet. Und da sieht man jetzt natürlich, dass dort auch die starke Nutzung war. Ich habe die Farben etwas anders gewählt, die Farbskala anders gewählt, damit man noch was erkennt. Also man sieht, während wir per Videokonferenz dort betreut haben, war eine starke Nutzung da. Wenn man noch ein bisschen Vorlauf, also mal von 10 Uhr anfängt und dann, wir haben über stundenweise gemessen, nochmal bis 13 Uhr misst, dann waren das 40% der Logins, also insgesamt 521 Logins. Aber man sieht auch, 60% waren zu anderen Zeiten. Und auch da verteilt, der Montagnachmittag war jetzt irgendwie recht beliebt. Die Abendstunden nicht so sehr, ja, Wochenende jetzt ein bisschen mehr. Also da sieht man auch nochmal so eine Zeitverteilung. Also wieder interessant fand ich 40% Nutzung während der Betreuung, aber auch 60% nochmal unabhängig. Das heißt, das waren Studierende, die dann gesagt haben, oh nee, jetzt setze ich mich mal hin und schaue mir mal an, was da passiert. Ja, vielleicht frage mal zwischendurch kurz, Andrea, gab es irgendwie jetzt im Chat oder in dem Question Answer was? Okay. Alles klar. Also wenn Sie Fragen haben. Ein Hinweis, dass wohl die Hochschule Bremerhaven mit Nasslaboren in der Corona-Krise
ein schönes Beispiel hat, aber ansonsten ist es ruhig. Alles klar. Also wenn Sie Fragen haben, gerne im Chat oder in den Questions Answers das monitoren wir da ein bisschen. Ja, das waren jetzt die Login-Zeiten. Man kann immer verschiedene Daten betrachten. Was wir nochmal betrachtet haben, das wird jetzt ein bisschen spezieller, aber ist eigentlich für uns auch sehr interessant, ist die Frage, was wurden überhaupt für Versuche gemacht? Und da muss ich mal kurz ein bisschen erklären, was so die Versuche sind. Bleibt aber allgemein, also nicht erschrecken. Wir haben im Prinzip drei verschiedene Versuche, die wir machen können. Was wir haben, ist, wir haben eine Eingangsszene, so eine Straßenszene. Und jetzt gibt es im Prinzip verschiedene Versuche, die wir vorschlagen. Der erste Versuch, den wir haben, ist einmal mal so ein Kennenlernversuch. Das heißt, man lernt die Entwicklungsumgebung kennen. Man guckt, wie das überhaupt funktioniert. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass man überhaupt mit seinem Arbeitsumfeld arbeiten kann. Und das wäre einfach mal alle Farben invertieren. Das heißt, alle Farben werden umgedreht, relativ einfach zu machen, aber dient dazu, dass man weiß, okay, ich komme mit diesem Entwicklungsumgebung zurecht. Dann haben wir Anwendung aus der Signalverarbeitung. Da gab es auch Vorlagen für. Das wäre zum Beispiel die Erkennung der Kanten der Fahrbahn. Und ein dritter Versuch, das ist im Prinzip so Messung der Verlustleistung. Das kann man hier daran sehen, Sie sehen an dem Bild, da wird das Bild einfach um so ein paar Positionen verschoben. Das ist jetzt keine reale Anwendung. Das wäre eher so ein Prüfstand, wo man mal den Bauelement so ein bisschen ausprobiert, so wie so man so ein Motor, auf so einem Motorentest-Stand vielleicht mal so den Motor über die verschiedenen Drehzahlen schiebt. Und dann kann man messen, wie groß ist denn da die Verlustleistung, die Stromaufnahme. Das waren so die vorgeschlagenen Versuche. Und wir haben dann mal geschaut, was passiert da. Eine direkte Beobachtung können wir nicht machen, weil der Übersetzungsvorgang passiert auf dem Rechner der Studierenden. Und dann wird so eine kryptische Binärdatei hochgeladen. Aber wir haben eine Möglichkeit, wir können gucken, was verbraucht denn die Schaltung eigentlich für eine Verlustleistung? Und wie groß ist die Stromaufnahme? Und das haben wir gemacht. Ich habe jetzt extra mal keine Werte hier gemacht, weil die würden eigentlich nur verwirren. Wir sehen hier im Prinzip die Stromaufnahme. Und das ist schon mal das Wichtigste für uns. Aha, es gibt verschiedene Versuche. Die Studierenden machen also nicht alle den gleichen Versuch, sondern die haben wirklich verschiedene Versuche mit verschiedener Stromaufnahme. Und wenn man mal guckt, die Zuordnung ist jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber im Prinzip diese Versuche auf der linken Seite, das ist eher so ein bisschen Einführung. Das sind diese Einführungsversuche. Signalverarbeitung ist so in der Mitte dieser Versuche. Und Verlustleistung kann alles sein, insbesondere auch diese hohe Verlustleistung. Das heißt, wir haben schon so ein recht gutes Gefühl, dass diese gesamten Versuche, die wir anbieten, auch genutzt werden und vor allen Dingen Studierenden auch verschiedene Sachen machen. Also so ein bisschen wirklich diese Spannbreite von den möglichen Versuchen ausnutzen. Es sind gerade noch Fragen. Ich weiß nicht, Andrea, ist da noch etwas, was ich direkt beantworten sollte? Ja, eine Frage hätten wir, wie die Prüfungsform im Modul aussieht. Genau, so Prüfungsform. Wir haben für das Labor ein Testat. Da haben wir so gemacht, dass die Studierenden berichten, was sie machen, entweder persönlich in der Videokonferenz oder per Abgabe eines ganz kurzen zweiseitigen PDF-Dokuments. Das heißt, damit können wir eine aktive Teilnahme beobachten. Und sie müssen auch angeben, was ihr Benutzername ist. Also wenn wir es im Zoom haben, sehen wir, dass sie direkt drin sind. Wenn sie das einreichen als PDF, die können sich unabhängig von unserem System registrieren. Müssen dann aber sagen, ich bin Benutzer XY123, damit wir sehen, dass eine Nutzung war. Das wäre so die Prüfungsform. Und dann für das Modul gibt es eine Klausur. Also das ist dann weiter dort eine Klausur. Ja, ich möchte zum Schluss noch ein bisschen gucken, wie kann nachhaltiger Einsatz von Remote-Laboren passieren? Wie ist da eigentlich so die Perspektive? Und da zunächst nochmal, ja, State of the Union habe ich es genannt, Lage der Nation. Entwicklung haben wir gemacht über ein Fellowship. Da ist es in NRW ein Programm in Zusammenarbeit mit dem Stifterverband, wo wir eine Förderung von 50.000 Euro hatten. Und damit haben wir im Prinzip die Entwicklung fördern können. Also im Prinzip, Frau Schwandt hatte dann Freiraum, das zu programmieren, das zu entwickeln. Wir haben sowohl das Labor als auch dazugehörige Lehrvideos, die das erklären, als offene Ressource. Das heißt, da gibt es YouTube-Filme, wo man erklärt bekommt, wie man es nutzen kann. Und das ist offen verfügbar.
Das ist auch akzeptiert worden. Wir haben Auszeichnungen bekommen für das Remote-Labor und wir haben das zusammenentwickelt mit ausländischen Partnern. Aber wir haben auch nach der Veröffentlichung Interessenten gefunden. Wir haben zwei Kollegen, die dort Untertitel beigesteuert haben aus der Ukraine, jemand aus Brasilien, jemand, die gesagt haben, nee, ich möchte das nutzen und ich möchte gerne für diese Lehrvideos englische Untertitel haben wir gemacht und dann haben die beiden Kollegen das nochmal übersetzt in Ukrainisch und brasilianisches Portugiesisch. Also das zeigt auch so ein bisschen die Akzeptanz. Aber im Prinzip, jetzt kommt das Problem für den Betrieb, gibt es eigentlich keine Fördermittel. Das heißt, da haben wir eigentlich keine Förderung, wir haben auch kein Geschäftsmodell dafür. Das ist momentan unproblematisch, weil das Remote-Labor läuft. Aber irgendwann kommen mal Updates, irgendwann muss mal neue Hardware entwickelt werden. Und da ist im Moment keine Möglichkeit da, das sich fördern zu lassen. Das machen wir im Prinzip aus unserer Tätigkeit heraus, ist auch okay, aber das geht natürlich nur zu einem gewissen Umfang. Vielleicht nochmal so ein Blick auch zur Nutzung. Ich habe hier Ihnen eine Landkarte mal gezeigt. Das ist ein Screenshot auch aus dem System, wie die Zugriffe sind. Da mache ich regelmäßig mal so einen Screenshot. Das war jetzt mein letztes Bild vor der Corona-Pandemie. Wir sind seit Januar 2018 online und Ende Januar 2020 war das die Nutzung, die Sie hier sehen. Und gestern die Nutzung, die war erfreulicherweise deutlich höher. Also man sieht, seit der Corona-Pandemie haben wir dort deutlich höheres Interesse. An den Farben sehen Sie die Zugriffe. Also über 100 oder mehr ist ein dunkles Blau und dazwischen sind das dann diese Farben von Gelb bis Grün. Also insbesondere in Südamerika, aber auch Indien haben wir Zuwachs, aber auch in Europa, Großbritannien, Irland ist hinzugekommen und einige kleinere Flecken, die man jetzt in dieser Ansicht auch nicht gut sehen kann. Zeigt also, dass auch international da Interesse besteht. Ja, was brauchen wir? Wie muss es weitergehen? Wann setzen eigentlich Lehrende solche Remote-Labore ein? Da haben wir uns natürlich auch Gedanken drüber gemacht und mit anderen Betreibern diskutiert. Klar, zum einen muss der Inhalt passen. Wir bieten jetzt hier Digitaltechnik an und das ist auch so ein Grundlagenfach, was in vielen Studiengängen genutzt wird. Wenn das passt, ist das erstmal eine gute Voraussetzung. Aber ganz wichtig ist so eine langfristige Verfügbarkeit. Das heißt, wenn wir jetzt Lehrende haben, die fragen sich zum einen, wenn ich mir jetzt die Mühe mache und umstelle, ist dann in 1 oder 2 Jahren das Remote-Labor noch da? Und auch eine kurzfristige Verfügbarkeit. Wenn ich jetzt sage, am 20. November, 9 Uhr morgens ist mein Praktikum, ist eigentlich das dann online? Oder ist dann vielleicht gerade in St. Augustin Stromausfall oder Internetverbindung gestört? Das heißt, ist wirklich mein Labor online? Das sind die Fragen, die sich natürlich Lehrende stellen, wenn sie sowas übernehmen. Und da brauchen wir im Prinzip einen nötigen Rahmen für. Wir brauchen entweder eine Förderung für den Betrieb oder ein Geschäftsmodell. Und wir brauchen diese Verfügbarkeit, die im Prinzip durch Redundanz am besten möglich ist. Das heißt, wir brauchen nicht nur ein Labor in St. Augustin, wir brauchen noch ein zweites Labor mit gleichem Inhalt, vielleicht in Dortmund und noch ein drittes in Madrid, sodass, wenn wir in St. Augustin ein Problem haben, die anderen Labore weiter online sind. Das gibt es bereits durch kommerzielle Anbieter, zum Beispiel Labsland, aber ja, das ist eine Sache, die eigentlich nötig ist. Ja, und damit komme ich zum Fazit. Zunächst mal inhaltlich. Wir haben gesehen, dass Remote-Labore sinnvolle Instrumente für die Digitalisierung der Lehre sind. Gerade für diese Anwendung des Wissens für die für die Praktika haben wir dann eine Lösung. Und bereits vor Corona haben Studierende das geschätzt, aber auch während der Corona-Zeit haben wir eine gute Nutzung gehabt. Wenn Sie es mal anschauen wollen, unser System ist online verfügbar. Googeln Sie einfach nach Winsker und Schwand, dann finden Sie das. Aber da ist auch nochmal die Homepage. Es gibt einen Demo-Modus. Also wenn Sie sich jetzt auch mit Digitaltechnik nicht auskennen, Sie können das ohne Registrierung und ohne irgendeine Programmierung sich anschauen. Es gibt so einen Demo-Modus, da kann man mal diese Kantenerkennung auch einfach anschauen und sehen, wie so das Interface wäre und dort das ausprobieren. Ja, und langfristig, meine Vision wäre, eigentlich bräuchte man so ein europäisches Netzwerk. Der Herr Alt von der HAK hat das vorhin gesagt. Man braucht eine Infrastruktur. Er hat auch Europa genannt, fand ich toll. Das brauchen wir eigentlich auch für Remote-Labore. Und dann entsprechende Förderung. Es gibt bereits ein Netzwerk, nämlich das Netzwerk Remote-Labore in Deutschland. Auch gefördert hier vom Hochschulforum Digitalisierung. Auch da nochmal die Adresse der Community Working Group. Also da ist bereits Vernetzung vorhanden.
Aber gerade jetzt für Betrieb und für Weiterentwicklung von Laboren, da muss was passieren. Es nützt sich, es ist sinnvoll, es ist nützlich. Und ich würde mich freuen, wenn das weiter gefördert würde. Prima, das war unsere Information. Gerne jetzt noch Fragen, wenn Sie was haben. Ich sehe, hier ist noch jetzt eine Sache, hatten wir beantwortet, Prüfungsform. Genau. Genau, und genau, aber ansonsten. Da über der Prüfungsform hätten wir noch, ob die Remote-Labore, die Präsenzlabore vielleicht langfristig ablösen würden und ob Präsenz dann noch überhaupt notwendig ist. Also ich bin der Meinung, man kann tatsächlich einen Teil der Präsenzlabore ersetzen. Also natürlich, das ist oft eine Frage, die oft gestellt wird. Studierende müssen ja eine Platine auch mal in der Hand haben. Sehe ich ganz genauso, aber nicht in jedem Labor. Das heißt, es gibt natürlich weiterhin vielleicht im ersten Semester oder zweiten Semester ein Labor, wo man so eine Platine, Mikrocontroller oder was auch immer in der Hand nehmen sollte. Aber im Prinzip die Frage ist es, was ist mein Lernziel? Und Lernziel, Bauelemente kennenlernen, mit einer Schaltung arbeiten, habe ich vielleicht im ersten und zweiten Semester. Und hier in diesem Praktikum, was wir gezeigt haben, könnte Lernziel zum Beispiel sein, größere Systeme kennenlernen, Verlustleistung kennenlernen, Signalverarbeitung. Und dann ist sowas mit einem Remote-Labor möglich. Also ich denke, ja, das wird sich ersetzen lassen und man könnte tatsächlich komplett auf sowas für einen Teil der Labore umsteigen. Prima. Weitere Fragen gerne, aber sprechen Sie uns auch gerne an, wenn noch Fragen sind. Wir haben noch 2 Minuten hier. Ansonsten bedanke ich mich, dass, ja, jetzt sehe ich noch Moment, 29 da. Personen, ich glaube, wir waren noch mal mehr, dass Sie so dabei waren. Chat. Inwiefern die Ergebnisse von Untersuchungsgängen als Open Data zur Verfügung stehen? Genau, wir haben im Prinzip Auswertung gemacht, wir haben auch eine Veröffentlichung darüber. Wenn Sie im Prinzip Daten haben, wo Sie sagen, Sie haben ebenfalls Nutzungsdaten, die Sie dort haben, können wir das gerne vergleichen. Also wir haben die Nutzung gemacht, wir haben aggregiert, damit wir jetzt nicht irgendwie einzelne Studierende nachverfolgen, haben das anonymisiert. Also wenn Sie da auf dem Gebiet ebenfalls arbeiten, können wir gerne da auch Daten austauschen, dass Sie vielleicht ein bisschen genauer mal reingucken und vielleicht mit anderen Remote-Laboren oder eigenen Dingen dort vergleichen können. Genau, Dirk Budinski nochmal. Genau, das hängt immer ab, was sind die Lernziele. Und in diesem Modul war Lernziel im Prinzip Signalverarbeitung, da passt das sehr gut. Wenn es aber geht, also du machst ja Chemie, dass ich tatsächlich mal mit chemischen Elementen arbeite und mit Reagenzgläsern und Schutzbrille und Kittel im Labor stehe, das ist auch wichtig. Das ist dann das Lernziel, das ist dann eine Sache, die kann nur in Präsenz gemacht werden. Da muss man wirklich, das ist mein Plädoyer, nach den Lernzielen schauen. Okay. 40 Sekunden, bevor wir rausgeschmissen werden. Vielen Dank nochmal. Wenn Fragen sind, also wir stehen auch zur Verfügung, wenn Sie irgendwie nochmal konkretere Sachen haben oder wenn Sie mal eine Demo ausprobieren wollen, ist frei verfügbar, aber wir können auch gerne nochmal Ihnen so ein bisschen was zeigen. Melden Sie sich gerne. Wir freuen uns über den Austausch. Vielen Dank.